Dann wollen wir mal schauen, wohin uns hier die Kriegsanstrengungen als nächstes führen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal in Nazmir um. Der Sumpf von Nazmir ist die Heimat der berüchtigten Bluttrolle. Hauptmann Konrad wurde dorthin geschickt, um einzuschätzen, wie wir ihren Hass auf die Zandalari für unsere Zwecke nutzen können. Berichte aus dem Dschungel lassen nichts Gutes erahnen. Also die Bluttrolle, das sind verschiedene Trollarten. Und wir sollen eben mal gucken, ob wir die Bluttrolle irgendwie gegen die Zandalari aufhetzen können oder nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Ihr habt entschieden, nach Nazmir zu segeln, ja? Die Horde wird Ausgezeichnete fallen. Wahl, Luna. Das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Wir haben Truppen mit Hauptmann Konrad nach Nazmir vorausgeschickt, um in diesen Höllendschungel einen Stützpunkt zu errichten. Die Berichte, die wir über die dortige Trollpopulation erhalten, sind beunruhigend. Unsere Truppen sind völlig überfordert. Ich habe Bran Bronzebart gebeten, sich für den Aufbruch vorzubereiten. Begleitet Bran nach. Heute bin ich nicht gut im Lesen. Mal wieder. Ich glaube, ich muss mich immer erst ein bisschen einlesen. Dann geht's schon wieder besser. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal schön. Unsere Truppen sind völlig überfordert, Luna. Ich habe Bran Bronzebart gebeten, sich für den Aufbruch vorzubereiten. Begleitet Bran nach Nazmir, damit wir unsere Stellung dort sichern können. Die erlösenden Winde, unser Schiff, steht für euch bereit. Unser Werk hat erst begonnen. Alles klar, dann starten wir mal. Hier hoch. Da ist die Kapitänin natürlich schon wieder bereit, mich überall hinzuschippern, wo ich gerne möchte. Und jetzt, da wir einmal in Sulnazar waren, können wir dort jederzeit wieder hinsegeln zu unserem Stützpunkt. Und jetzt inzwischen auch nach Nazmir, wobei es jetzt noch erstmal auf dem Questwege Man sieht ist. sich. Huch, die fallen vom Himmel hier, meine Ruderer. Hier läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das gefällt mir. Überall, wo sich einem die Nackenhaare aufstellen, gibt es eine Gelegenheit für Abenteurer. Na, für Abenteuer. Und die Aussicht auf mehr Wissen. Wir haben Hauptmann Konrad vorausgeschickt, um eine Festung zu errichten. Die Bluttrolle hier sollen vielleicht sogar bereit sein, mit uns zu handeln. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass uns das nicht mehr kostet, als wir zu zahlen bereit sind. Mit den besten Grüßen der Kompanie Bravo. Oh, der Kishan ist auch da. John J. Kishan. Ein ganz bekannter, mehr oder weniger bekannter, wer eben Klassik gespielt hat. Dort gab es eine sehr lange Questreihe um ihn. Er ist da hinten wohl auf dem anderen Schipperkahn da, der etwas motorisierter ist als meiner. Und aber Bran hat auch noch mal was gesagt. Aber immerhin kämpft dieses Land hier gegen die Zandalari und ihre Verbündeten von der Horde. Der Feind meines Feindes ist ja, Mann, wie heißt das noch mal? Ja. Das heißt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Egal, passt auf, haltet die Augen und Ohren offen. Gefährliche Länder kennen nämlich kein Mitleid mit den Sorglosen, Luna. Und die Nase haltet ihr euch besser zu. Was ist denn das für ein grässlicher Verwesungsgestank? Unser Empfangskomitee scheint hier zu sein. Harry ist ein sonderbarer Bursche, beachtet ihn gar nicht. Harry? Das war gerade der eine, der hier so rumgeflitzt ist, dieser komische Magier, oder? Ich habe gerade einen so aus dem Augenwinkel gesehen. Harry sagt: Willkommen, willkommen! Wir haben euch erwartet! Silbermond, Harry. Ach, das sagt mir was. Ist das nicht irgendeiner aus Wrath of the Lich King oder so? Wir haben euch erwartet, verehrte Berater und zukünftige Freunde. Ah, weiß er das auch schon? Hauptmann Konrad hat ein paar Anweisungen hinterlegt. Wo ist der Hauptmann?
Gleich zur Sache. Ja, ja, keine Sorge. Es ist alles in Ordnung. Lasst uns zunächst die Sicherheit hinter unseren Festungsmauern aufsuchen. Ja, und deswegen sind sie so schnell weggeflitzt. Da, naja, so richtig festungsmäßig sieht es hier ja nicht aus, ne? So, das ist die gute Mine, die uns dann wieder zurückbringen wird, wenn wir hier fertig sind. Das sind eher Ruinen als eine Festung. Aber es sieht fast aus wie bei den Trollen auch. Die leben nämlich hier in diesem Gebiet auch in so einer Festung. Holen wir uns erstmal den Flugpunkt. Und da hängen lauter Zettel. Aber wir reden erstmal mit dem Bran. Was uns denn so erwartet? Der Silbermond, Harry. Aha, okay. Ich glaube, das ist einer von diesen Piraten, die da ganz im Süden an der Küste waren. Nordend. Ich habe mit dem Tod gerungen, Nachtelfe. Es war der unspannendste Kampf, den ihr euch nur vorstellen könnt. Der unspannendste? Ich glaube, das kommt auf die Art und Weise an, oder? Aha, nichts zu sehen vom Hauptmann. Was ist hier los? Nichts, was euch beunruhigen müsste. Unser ruhmreicher Hauptmann handelt nur gerade ein Handelsabkommen mit den hiesigen Trollen aus. Ich habe gehört, sie wären Wilde, die Blutopfer darbringen. Oh, du lieber Himmel, aber ja, das ist natürlich korrekt. Aber Hauptmann Konrad ist eine große Frau, zweifelsohne ganz beeindruckend. Ah, weiblich. Handelsabkommen mit Trollen. Wir haben sogar Fledermäuse vorbereitet, um sie mit weiteren Handelsangeboten nach Zalamar zu schicken. Schluss damit. Sie kriegen keinen Heller von uns, bevor ich und Luna nicht herausgefunden haben, was hier los ist. Okay. Die Antworten sind ich bin mir nicht sicher, wie klug Hauptmann Konrad ist. Unsere eigenen Leute mit Opfergaben zu diesen Bluttroll-Fledermäusen zu schicken? Irgendwas daran stinkt mehr als eine Achselhöhle nach einer Kneipenschlägerei. Was für ein Vergleich. Nehmt eine Fledermaus von der Siegesfeste nach Zalamar in Nazmir. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Legen wir los, Luna. Warte mal, ich will hier noch was mitnehmen. Warte mal, warte, ich komme gleich hinterher. Schreit er. Ich will hier doch noch... Erstmal will ich gucken, wo wir überhaupt sind. Aha, hier hinten sind wir. Und dann möchte ich gerne noch hier so ein paar Quests mitnehmen. Hier hängen nämlich so Zettel, die äußerst wichtig aussehen. Gesucht wird ein gut ausgerüsteter Schädlingsbekämpfer. Hier. Eine große Schlange treibt sich nördlich der Siegesfeste, treibt sie ihr Unwesen. Für den Kopf des Schädlings steht eine Belohnung bereit. Das machen wir doch mit links. Und was gibt's hier noch? Das zerfledderte Papier scheint eine Liste bekannter Bedrohungen in dieser Gegend zu enthalten. Ganz oben auf der Liste steht Tojek Terrorhorn, verantwortlich für die Beschädigung von 3 Fahrzeugen und 6 Vorratskisten sowie für den tragischen Verlust von Garrick Schwarzstahls Maulwurfmaschine. Auf jeden Fall melden, nein, meiden. Ich glaube, das ist ein I. Vielleicht könnt ihr diese Kreatur erlegen, um weitere Angriffe zu verhindern. Macht Jagd auf Tojek oder Tojek. Okay, wo sind denn diese beiden Spots? Also ein Viech wäre hier. Und einer ist hier unten. Von dem her würde ich den hier gleich mal machen und dann mal schauen, wo unsere Fledermaus uns hinfliegt. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Und dann ist hier wohl irgendwie noch eine Kiste oder sowas. Die sammeln wir doch immer gerne. Ah, nein, das ist auch ein Rar, dieser Speer hier. Ein Rar. Noch zu töten. Dann machen wir das doch mal. Der heilt sich. Sieht aus wie eine Heilung. Aber halt, das geht immer wieder hoch. So ganz bisschen nur. Mal gucken, wer siegt. Mein Schaden oder seine Heilung. Aber ich glaube, man sieht schon, zu wessen Gunsten es sich entwickeln wird.
Und tschüss. Oh, das war aber noch ein guter Blitz. Alles wird zur Wüste. Sogar nass mir. Wüste? Hier sieht es doch sehr dschungelig aus. Klar, hier so auch so ein bisschen karg und braun, aber... Doch ein Dschungel mit noch sehr großen Bäumen. So, wo kann ich dann das abgeben hier? Ich habe hier was erledigt. Ach nein, ich war ja noch gar nicht. Das war der Ra. Ach du Schande. Zu früh gefreut. Ich will doch hier noch eine Schlange erledigen. So nach dem Motto, ich habe eine Quest. Ich habe was getötet, also muss das wohl die Quest gewesen sein. Nein, hier haben wir ja noch die Ayami. Die sollte aber auch kein Problem sein. Aber ist immerhin Elite, ne? Und da sieht man auch am Leben meiner lieben Katzen hier. Oder meiner Tank-Katze. Geht ganz schon ganz gut runter. Wenn ich jetzt nicht heilen könnte, dann hätte ich ein Problem. Oh, das war die Schlange. Oh, die kann ich sogar häuten. Schlangenhaut. Archäologie geht hier auch, aber das lasse ich jetzt mal. Oh, die kleine Ratte. Die wäre ja sehr süß, aber die Flügel finde ich einfach zu klein. Irgendwie... Weiß auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine fette Ratte mit so kleinen Flügelchen fliegen kann. Aber okay, mit Magie geht alles. Hallo, Garrick. Seht euch nur um. Ich habe hier einen Kopf. Verfluchter Sumpf. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit fällt hier alles auseinander. Nun, womit kann ich dienen? Na los, raus mit der Sprache. Ich muss schließlich meine Reparaturen fortsetzen. Habt ihr etwas für mich? Ja, ich habe hier so einen triefenden, giftigen Kopf. Ah, gut. Seit ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich nachts kein Auge mehr zukriegen. Hier ist eure Belohnung. Habt ihr euch wahrlich verdient. Das wird euch gute Dienste leisten. Gern geschehen. Dann setzen wir uns doch mal auf so eine Fledermaus und gucken, wo sie uns hinbringt. Na, ihr seht ja nett aus. Ich muss euch leider wecken für eine Mission. Und schwupps. Mal schauen, wo sie mich hinfliegt. Nee, also muss nicht sein, dass ich sowas als Mount habe. Und mitten ins Herz der Blutrolle, oder wie? Zumindest sieht's hier schon sehr volldorfig aus. Fliegt weiter, okay. Durch den Sumpf. Hier vielleicht noch ein Dorf. Da. Oh nein, hallo? Ich will nicht in so ein dunkles Rattenloch. Hallo? So viel dazu. Wo sind meine Katzen? Schwuppdiwupp, da sind sie. Oh, das waren ja immer mehr. Das sieht mir doch sehr nach einem Hinterhalt aus, oder? Ich meine... Aha, okay. Der eine ist schon tot. So viel dazu, dass wir kooperieren und Handel treiben. Ich glaube, diese Fledermäuse... Die sollten uns hier absichtlich zu ihrem, weiß ja nicht, Feschbarkeller fliegen. Und vielleicht sind das ja Kannibalen und die fressen uns. Wobei wir sind
keine Trolle. Von dem her ist es kein Kannibalismus. Streng genommen ist Kannibalismus nur, wenn man die eigene Art frisst. Ich glaube, die mache ich mal weg hier noch. So, dann können wir nämlich auch in Ruhe reden, ohne dass uns jemand unterbricht. Bran, wo sind wir denn hier gelandet? Ihr könnt mich immer dort finden, wo was los ist. Ja, das merke ich. Für so einen tiefen Fall bin ich nicht gemacht. Der einzige Teil von mir, der an mir nicht wehtut, ist mein Hut. Hat der Nerven? Dieses gruselige Gesinge von nebenan kann nur eins bedeuten. Gesinge? Ich höre gar nichts. Da will jemand Haue. Ich würde euch ja helfen, aber ich benötige noch ein paar Tränke, bevor ich wieder auf den Beinen bin. Und wo kriegst du die her? Beseitigt diese Bluthexe, dann wird die Magie sicher verschwinden. Also diese Gesänge machen ihm zu schaffen. Eine schändliche Lage, unentschuldbar. Die Soldaten haben keine Opfergabe zu den Bluttrollen gebracht. Sie waren die Opfergaben. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Wäre eine schwere Aufgabe, sie in diesen Loch ordentlich beizusetzen. Uns bleibt wohl nur, ihre Erkennungsmarken zu sammeln. Arme Burschen und Mädels, sammelt 7 Erkennungsmarken. Die Wahrheit ist da draußen. Zum Beispiel, oh, da fliegen auch schon die Fliegen um den Kopf. Der scheint hier schon etwas länger zu lagern. Nummer 1. Und den Anbieter da, den müssen wir natürlich platt machen. Das ist eigentlich dasselbe, bloß gibt nicht den Sinn, den man gewohnt ist. Platt machen versteht gleich jeder. Flach machen, flach legen. Nicht so ganz. Da hinten? Nein, da ist es keiner meiner Soldaten oder unserer. Dann gucken wir mal weiter. Oh, da liegen aber einige. Gut, dass die Horde nicht solche, naja, zumindest offiziell nicht solche Rituale tätigt. Ich will es gar nicht genauer wissen. Sieben. So, und dann sollen wir noch hier die Lady, die hier irgendwas beschwört, entfernen. So ein bisschen eine kleine Schneise hier durchschlagen. Und vielleicht kommen wir sogar jetzt schon ran an sie, ohne verletzt zu ziehen. Bluthexe Pakala. Und der da hinten ist ein Topf, oder? Kein Altar. Ich dachte zuerst, das wäre ein Altar oder sowas. Wo ist sie? Aha, okay. Und jetzt verwandelt sie sich in ihre wahre Gestalt. Ja, du siehst ja häselig aus. Hat dir aber nichts genützt. Er nimmt alles, ja, auch dein Leben hier hinten. So ein Topf, der blubbert. Ich hoffe, Bran möchte nicht, dass ich da irgendwas raushol. Bran, guck mal, ich habe jetzt dieses komische muss gestillt werden. Geräusch beseitigt. Irgendwo in diesem Sumpf muss es etwas geben, das es wert ist, ausgegraben zu werden. Ganz bestimmt. Ich habe immer gedacht, Hexen würden bei Ritualen keine Kleider tragen. Und wo war überhaupt ihr Besen? Alles Klischees. Oder du solltest mal nach Trostwahr gehen. Das wäre bestimmt spannend für dich. Die Marken werde ich behalten und ihren Familien überbringen. Aber reden wir nicht über die Umstände ihres Todes, ja? Wir müssen nicht noch mehr Trauer in die Welt bringen. Ich glaube, da gibt es schon genug Übel. Wir sind vom Feind umzingelt, Luna, und das bringt mein Blut zum Brodeln. Ich fühle mich wohl wie so ein fluffiger Hund. Ich bin bereit, uns aus dieser verfluchten Höhle herauszuführen. Setzen wir ihren elenden Leben ein Ende. Tötet 10 Zeloten. Kommst du dann auch mit, dass ich dich nicht hier wieder abholen muss? Ja, das ist sehr schön. So ist gut. Anbieter? Ah, die Zeloten? Spross? Zeloten sind in dieser Richtung. Geht es hier auch raus? Ist da auch noch ein Ausgang? Oder ist es einfach nur oben? Ich glaube,
Wir müssen einmal eine Runde drehen und dann kommen wir wahrscheinlich weiter oben raus und da sind die dann. Hierig, Fürst des Mitternachtshimmels. Also Hierig, ja. Wer mal in einem Zul... welches war denn das? Zul Gorub? War... Der weiß, dass das da auch ein Boss war. Den wir gelegt haben, glaube ich. Alles so lange her. Aber zumindest kann ich mich erinnern an dieses Hierig. Aber hier kommen wir doch auch nicht raus. Nee, aus der Höhle kommen wir nicht raus hier. Nee, da ist zu. Also ist da doch... Irgendwo muss doch noch ein anderer Gang sein, wo es nach oben geht. Hier vielleicht? Nein... Wir kommen hier nie wieder raus. Zeloten? Zeloten? Also das sind ja keine Zeloten, das sind Anbeter. Und hier ging es doch auch nicht raus. Eure Knochen werden uns gut Ach, da hinten. Ich sehe es. Da ist noch ein Gang. Ach, kein Wunder, wenn es hier so duster ist, wenn man das nicht sieht. Sieht er die Hand vor Augen kaum. Guck mal, hier ist noch ein Gang. Und da hat es auch unsere Zeloten. Blut, Blut, Blut! Aber nicht meins. Meins vielleicht. Das sind ja auch so Bluttrinker, die gibt's ja auch, gab's ja auch des Öfteren da bei den Trollen, auch auf Azeroth. Beziehungsweise, also auf den alten, bekannten Kontinenten, sage ich jetzt mal korrekterweise, gab's ja auch die Bluttrinker. Und die können ja dann während des Kampfes, saugen die dann Blut und heilen sich dadurch wieder. Die machen das jetzt hier Gott sei Dank nicht, beziehungsweise hat's noch keiner versucht. Da von mir aus auch ruhig zu bleiben. Nicht im Sichtfeld. Und du? Und du jetzt? Meh. Komm, auf geht's. Hä? Muss es doch mal gehen. Ich hätte nämlich eigentlich gerne nur einen gehabt, aber nein. War mir jetzt nicht vergönnt. Dann halt so. Und gerade schon die nächste. Das sind lauter weibliche, oder? Kann das sein? Haben wir schon einen männlichen angetroffen? Ist das eher ein Amazonenstamm? Zelotin? Zelotin? Wie viele brauchen wir denn noch? Können wir ein paar vorbeilaufen? Drei brauchen wir noch. Oh, aber ich habe schon irgendwo Akku gezogen. Mit Fledermaus. Mit Fledermäusen. Die hängen hier oben nämlich an der Decke und wenn man dann zu nah dran vorbeiläuft, dann edit man die auch noch. Aber das ist mir ja eigentlich recht, denn sie geben wieder schön Leder. Nö, nee, nur irgendein komische Fetzen. Dankeschön, gar nichts gewonnen. Ich glaube, wir müssen noch mehr Trolle dezimieren, als wir eigentlich nur müssen. Denn... Wir müssen noch ein Stückchen weiter hochsteigen. So einfach wird es uns nicht gemacht. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, hier vielleicht doch mal ein richtiges Leder zu kriegen. Nee. Ich glaube, an denen können wir es uns nicht vorbeimogeln. Die kommen bestimmt, oder? Oh je, da kommt noch eine Patrouille runter. Okay. Sultasar wird fallen!
Da hat die Horde bestimmt was dagegen. So, schau mal ran. Jetzt habe ich schon so viele getötet. Wir sind immer noch nicht draußen. Ihr könnt mich immer dort finden. Die elendsten Orte der Welt sind völlig dunkle Löcher ohne ein einziges Artefakt. Ja, das stimmt. Lasst uns aus diesem Loch verschwinden. Meine Nackenhaare wollen sich einfach nicht legen. Ich hatte ja auf Artefakte, Schätze, Haggis oder wenigstens das eine oder andere Schmuckstück gehofft. Haggis? Diese Fledermäuse sehen aus wie die, aus denen, auf denen wir hergekommen sind. Hoffentlich bringen sie uns zurück zur Siegesfeste und nicht in eine verfluchte Höhle ohne den kleinsten Schatz. Fliegt er von der Fledermaus zur Siegesfeste? Ach, tatsächlich, hier hängen welche. Na dann, nix wie heim. Ist ja praktisch, dass die hier hängen und uns hoffentlich mitnehmen. Daumen drücken, dass sie uns nicht in den nächsten Kochtopf fliegen lassen. Ich bin skeptisch. Ich hoffe, haben wir ja genug gesehen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, warum die Fledermaus tun sollte, was wir wollen. Sie hat uns ja auch schon hier, sagen wir mal, im Auftrag der Trolle in die Falle geflogen. Warum sollten sie jetzt auf einmal auf unserer Seite sein und uns wieder heimfliegen? Trau dem Braten überhaupt nicht. Vor allem hier so nah an den Dörfern vorbei. Sie müsste ja nur kurz landen und schon wären wir wieder im nächsten Kochtopf. Oh, es sieht gut aus. Ah, unser Stützpunkt voraus. Danke, liebe Fledermaus. Mei, oh mei. Was für ein Erlebnis. Wo ist denn Bran? Wo sind meine Katzen? Ah, da. Mal gucken, was die im Stützpunkt dazu zu sagen haben.